Ex-Ignosum, begleitet von Christoph Koschelny. Dazu muss ich noch eins sagen, die Gladys singt jetzt auch seit geraumer Zeit bei uns in unserem Gospelchor. Das ist eine schöne Bereicherung für unseren Gospelchor hier in der Kirche. Und, das wusste ich noch gar nicht bei den Proben, das ist immer oft sehr spontan. Und jetzt bekomme ich mit, dass die Tochter, die Tracy, dabei tanzt. Wir beginnen mit einem Stück, ich weiß ja leider nicht den Titel jetzt nicht, aber Gladys hat es mir übersetzt mit I'm happy, also ich bin glücklich, heißt das Stück übersetzt.
Dankeschön. Normalerweise wäre jetzt hier nicht nur eine Sängerin und so ein Keyboard, sondern eine ganze Band. Können Sie sich vorstellen, mit Schlagzeug und Trommeln und so weiter. Das haben wir jetzt heute nicht. Deshalb danke ich Ihnen, dass Sie jetzt mit dem Klatschen den Rhythmus gemacht haben. Genau. Beim nächsten Lied kann man es dann auch vielleicht machen. Das nächste Lied von der Bedeutung heißt es wie ein Gebet. Mein Vater, schau auf mich auf den Knien. Also so ein Bittgebet an Gott. Zwei Liedern aus der Heimat von Gladys singt sie, oder ich auch teilweise, noch zwei Lieder in englischer Sprache. Das erste heißt Your Presence is Heaven to Me.
Heißt One Day at a Time, Sweet Jesus. Thank you.
very impressions, very powerful. Gladys, before you go, you must tell us who was the little dancing queen at your side. That's my daughter. Which Tracy. Tracy hat sich nämlich ganz leise hier auf der Treppe davongeschlichen und ich würde vorschlagen, dass wir noch mal einen kleinen extra Applaus für Tracy. Ja, vielen Dank. Gladys Ignosum, begleitet von Christoph Koschelny.